Rush Hour in Brüssel. Jeder will schnell nach Hause. Es ist ein Kampf zwischen Auto und Zweirad. Autofahren in Brüssel sei kompliziert. Man wisse nie, wann man ankomme. Immer Staus. Auf derselben Straße bereiten sich etwa 100 Radfahrer auf eine Protestfahrt durch die Stadt vor. Sie tun das einmal im Monat, um die Herausforderungen im Straßenverkehr zu verdeutlichen. Es sei ein regelrechtes Abenteuer voller Anspannung. Gefährlich. Sie habe vor 6 Monaten einen Unfall gehabt mit schweren Verletzungen. Der Verkehr in Brüssel sei ein Dschungel. Ständig müsse man auf der Hut sein. Überall lauerten Gefahren. Die Autofahrer nehmen keine Rücksicht. Anders als Antwerpen und Gent ist Brüssel kein schöner Ort für Radfahrer, aber auch nicht für Autofahrer und Fußgänger. Jeden Tag fahren etwa 100.000 Dienst- und Firmenwagen in die Stadt hinein und wieder hinaus. Die Luftverschmutzung überschreitet damit europäische Richtwerte. Doch die Stadt hat einen Plan. Bis 2030 sollen Dieselautos und bis 2035 Benzinautos verboten werden. Der Plan ist eine Idee von Elke van den Brandt, der energischen Brüsseler Verkehrsdezernentin, die auf ein Ende der Autokultur in ihrer Stadt hofft. Autos seien zu lange das wichtigste Verkehrsmittel in Brüssel gewesen. Im Visier sind nun die Firmenwagen. Man wolle das System ändern, denn Menschen zu bezahlen, indem man ihnen ein Auto gibt, sei kein Fortschritt. Doch für die Dezernentin ist das einfach. Sie lebt in der Nähe ihres Büros und kann zu Fuß gehen oder das Fahrrad oder den Bus benutzen. Für tausende Pendler dagegen ist das Nein zum Auto einfach keine seriöse Option. Sie brauche ihr Auto für lange Autofahrten. Der öffentliche Personennahverkehr sei zu kompliziert. Wenn Belgien bis 2030 die EU-Klimaziele erreichen will, muss das Land die Zahl der Autos radikal reduzieren, warnen Experten. Doch dazu muss das Angebot von Bus und Bahn radikal verbessert werden.